Zeit ganz, ganz oft für eine Frage gestellt bekommen. Ruf doch einfach mal rein. Habt ihr Ideen so? Sieht das schon kennt aus? Das war keine Frage, aber okay. Was war das für eine Frage vielleicht? Irgendwie eine Idee vielleicht? Was würdest du für einen Zauberkünstler machen? Die Falltür, okay. Und ich habe, glaube ich, da vorne gehört, wie lernt man überhaupt zaubern? Das ist so eine Frage, die ich mir im Alter von 8 Jahren auch gestellt habe. Und das fing bei mir damals ganz klassisch an. Mit einem Weihnachtsbaum und einem Zauberkasten. Nee, andersrum. Mit einem Zauberkasten und einem Tannenbaum. Der lag da und damit habe ich... Ach, danke, guck mal hier, als hätte ich dich bezahlt. So, und in diesem Zauberkasten war diese Anleitung. Das war damals noch richtig so mit Anleitung auf Papier. Und damit habe ich so die ersten eigenen kleinen Shows und Kunststücke gemacht. Hier steht es drauf, immer eingekreist, ganz wichtig, eingekreist und so weiter und so weiter. Ganz unten stand immer fleißig üben. Und wie gesagt, ab dem Moment ging es so richtig los. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Achtung. Ich schalte drin. Aber das sind tatsächlich, Achtung, das glaubt oder nicht, 20 Euro. Ja. Gut, aber ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich zeige es vielleicht einmal hier vorne für die Kamera. Es ist noch der alte 20-Euro-Schein. Weil damals, vor 8 Jahren, gab es ihn noch, ja noch gar nicht. Ah, ergibt Sinn. Aber das war ja mal, das ist Vergangenheit. Und deswegen, wie krass bist du denn? Ich wollte schon immer mal machen. Genau, Achtung. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie lernt man überhaupt in der heutigen Zeit zaubern? Also ich sag mal so, in Zeiten von YouTube, Facebook, Instagram und Co. Wie sieht das heute aus? Hey Siri! Hallo Tim, was kann ich für dich tun? Wie lernt man zaubern? Zaubern kannst du im Internet mit einem digitalen Zauberkasten lernen. Ich habe das im Internet gefunden. Möchtest du ihn kaufen? Ja, mach mal. Ich habe den digitalen Zauberkasten für 395 Euro in den Einkaufswagen Nein. Soll ich ihn kaufen? Nein, viel zu teuer. Also komm, wir wollen erst mal anfangen. Ne? Hey Siri, gibt es hier irgendwie eine günstige... Guck mal im App Store, vielleicht gibt es eine kostenlose App. Schau mal, ich habe die Lernt man Zaubern im App Store gefunden. Ja, Daumen würde ich sagen. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ich habe nur 10 Minuten. Herzlich willkommen zur digitalen Zauber-App Zaubern lernen für Doofe. Um zu beginnen brauchen wir als erstes einen Zauberer. Am besten mit Frack und Zylinder. Viele fleißige Zauberer. Die haben wir da, ne? Und einen an der Waffe. Den haben wir auch. Und nun in den Supermarkt deiner Wahl und kaufe dir einen Bandana. Banana? Genau, ein Bandana. Banana, okay, pass auf. Wenn du wieder zu Hause angekommen bist, kannst du losgehen. Ja. Schnapp dir dein Bandana und falte es einmal in der Mitte. Okay, das kann nicht richtig sein. Irgendwas haben wir... Nee, komm, wir ziehen es jetzt durch. So. So. Und weil es so schön war, noch einmal. Ja, okay, komm, wir ziehen es durch. So. So. Sehr gut. Ja. Das war die Vorbereitung. Du bist jetzt bereit für die Vorführung. Hm. Bevor du vor das Publikum trittst, schnapp dir noch einmal ein Küchentuch. Das ist besser. Und los geht der Spaß. Okay, ich bin gespannt. So. Ja, mystische Musik, Zauberschau. Los geht's. Als allererstes solltest du deine Hände aufwärmen. Ja. Am besten in einer Mikrowelle. Nee. Nee, also nimm deine linke Hand und deine rechte Hand nach vorne. Okay. Richtig erkannt, du hast 2 davon. Falte deine Hände wie beim Beten zusammen. Ja. Und drücke so fest du kannst. Aufwärmen. Doch nicht zu fest. Schön, dass du es vorher sagst. Jetzt ist dein Publikum schockiert. Ich sehe es. Doch, du hast ein tolles Kunststück dabei.
Zeige deinem Publikum dein vorgefaltetes Bandana und falte es auf. Um sicherzugehen, dass es sich um ein echtes Bandana handelt, kannst du es einem Zuschauer zur Untersuchung geben. Die Dame hier vorne, wenn sie einmal ganz kurz aufstehen würde. Damit der Skeptiker in der letzten Reihe sicher sein kann, dass es sich um ein echtes Bandana handelt, schüttel es hin und her. Okay, einmal für die Jury. Aber Vorsicht, nicht zu doll. Na toll, jetzt ist der ganze Boden voll. Zeig nun dein Küchentuch vor und falte es an den vier Ecken zu einem Beutel zusammen. Gib nun dein Bandana in den Beutel. Ja, Sekunde, ich muss erstmal hier. So, hier rein. Perfekt. Was dein Publikum nicht weiß, ist, dass du dein Bandana heimlich in der Hand versteckst. Ach so. Sehr gut. Deine Zuschauer denken jetzt, dass dein Bandana im Tuch verschwunden ist. Ist es auch. Sie wissen ja nicht, dass du es in deiner Hand versteckt hast. Ja, schön. Falte nun das Tuch auf und erhalte deinen Applaus. Moin.
Vielen Dank.